Ja, einen schönen guten Tag. Ich möchte zu folgenden drei Dingen sprechen. Zum einen zu den laufenden Koalitionsverhandlungen, zum zweiten Sie informieren über die Ergebnisse der Parteivorstandssitzung und drittens zum Streik bei Amazon. Die Koalitionäre von CDU, CSU und SPD halten ja quasi das gesamte Land und den Bundestag in einem Stand-by-Modus, um es noch deutlicher zu formulieren, Stand-by mit der Ankündigung, dass das Ganze jetzt womöglich noch in eine Verlängerung gehen soll, frisst auch in diesem Fall unnötig viel Energie. Man hat ja, sickert ja sehr wenig Konkretes nach draußen. Es gibt verbales Säbelrasseln von einigen Seiten, aber es gibt wenig handfeste Vereinbarungen, die nach außen dringen. Es gibt zumindest kaum welche, die wirklich das Leben der vielen Menschen betreffen, die entweder prekär im Niedriglohn beschäftigt sind, in unbefristeten Verträgen, Werkverträgen ausgebeutet werden. Es gibt auch bisher keinerlei Nachrichten, dass so wichtige Themen wie Neuberechnung des Existenzminimums, also der Hartz-IV-Regelsätze, thematisiert worden ist. Es gibt wohl keine Ergebnisse bisher bei der angekündigten Rentenangleichung für den Osten. Also da ist noch sehr vieles offen. Wir halten fest, wir haben jetzt 64 Tage nach der Wahl und es ist unklar, welche ihrer zentralen Wahlversprechen die SPD überhaupt durchsetzen kann. Was man bisher hört, ist, dass sie sich von vielen Punkten verabschiedet hat. Nach wie vor meine ich, das zentrale Problem liegt darin, dass die SPD bereits zu Beginn das Feld geräumt hat, eine Ansage der CDU, nämlich, dass es keine Steuererhöhung geben soll. Und das heißt im Klartext, es wird nicht das notwendige Geld vorhanden sein für die notwendige Umverteilung von oben nach unten. Aber auch in anderen Bereichen ist das, was durchsickert, alles andere als erfreulich. Zum Beispiel das, was durchsickert zum Bereich der Energiewende. Da heißt es, dass sie offensichtlich SPD und CDU beabsichtigen, dass die Erzeuger von erneuerbaren Energien einen Grundlastenanteil ihrer Maximaleinspeisung garantieren müssen. Das wird für viele Betreiber, die auf Basis von erneuerbaren Energien Strom produzieren, ein richtiges Problem. Und das könnte das Aus der viel gepriesenen Energiewende sein. Das heißt, man muss den Druck auf die womöglich, also sowohl auf die amtierende wie auf die sich womöglich findende Bundesregierung erhöhen. Und deswegen werden wir auch am Sonnabend mit unseren Mitgliedern und Sympathisanten die geplante Großdemonstration mit unterstützen, Energiewende retten, AKW abschalten. Mein Fazit zum aktuellen Stand der Koalitionsverhandlungen, man kann nur sagen, dass es noch nicht mal im Ansatz die wichtigen Probleme in Angriff nimmt, die die Menschen in diesem Land haben. Man darf also gespannt sein, wie sich die SPD-Basis dazu verhalten wird. Zum Parteivorstandssitzung. An diesem Wochenende hat der Parteivorstand getagt. Und neben der Verabschiedung des Haushalts, was auch nicht unwichtig ist, war das wohl wichtigste Ergebnis die Verabschiedung unseres Leitantrags für den Parteitag. Wir werden ja im Februar in Hamburg auf unserem Bundesparteitag ein Europawahlprogramm verabschieden. Es gab zwei Alternativen zur Abstimmung und der Parteivorstand ist mehrheitlich dem Entwurf der Parteivorsitzenden gefolgt. Und damit ist der Parteivorstand mehrheitlich einer Linie gefolgt, die heißt, wir führen die Kämpfe und Auseinandersetzungen dort, wo sie stattfinden. Es gibt von uns keinen Rückzug auf die Ebene des Nationalstaates und wir machen uns aber gleichermaßen keine Illusion über den neoliberalen Charakter der Europäischen Union, in der, wie sie jetzt angelegt ist. Und das ist eine Position, die wir diskutiert haben, die am Ende eine mehrheitliche Unterstützung gefunden hat. Und Bernd Rixinger und ich werden auch genau für diese Position sehr klar kämpfen auf dem Bundesparteitag. Die Abstimmung hat erst gestern stattgefunden. Insofern finden jetzt die Einarbeitung, Überarbeitung statt. Wir präsentieren also heute noch nicht den Entwurf in druckfertiger Variante. Das wird später erfolgen. Ich will nur einen kleinen Einblick geben, die Inhalte. Also ein wichtiger Punkt im Wahlprogramm ist die Kritik daran, dass die Schere zwischen Arm und Reich in der Europäischen Union, in den einzelnen Ländern deutlich zugenommen hat. Fast überall sind die Armen ärmer, die Reichen reicher geworden und die Mitte schrumpft in den Gesellschaften. Und deswegen sagen wir, Superreiche und Banken müssen deutlich stärker an den Kosten der Krise beteiligt werden. Deswegen setzen wir uns unter anderem mit anderen linken Parteien in Europa für eine europaweite Abgabe auf Vermögen ein. Also das ist eine Maßnahme, für die wir auch Kampagnen planen. Und zum Zweiten wollen wir, dass
der Gedanke der Demokratie in Europa mit Leben erfüllt wird. Deswegen sieht unser jetziger Leitantrag vor, dass wir für weitere anstehende grundlegende Veränderungen der Verträge einfordern, dass es europaweit in allen Ländern Volksabstimmungen gibt, und zwar an einem Tag. Das ist eine Möglichkeit, also solche Volksabstimmungen an einem Tag in allen Ländern ist eine Möglichkeit, um dass die Demokratie, ja, die europäische Demokratie von unten wächst. Drittes Thema, der Streik bei Amazon. Es steht ja die umsatzstarke Vorweihnachtszeit bevor. Und der Tarifstreit bei Amazon hat jetzt nochmal an Fahrt aufgenommen. Wir unterstützen natürlich diesen Streik. Wir meinen, die Beschäftigten brauchen faire Löhne. Es ist auch nicht hinnehmbar, dass die Konzernleitung einfach nach Gusto entscheidet, welche Tarifsachen sie für bindend hält. Also ob sie zum Beispiel anstelle der Tarife im Einzelhandel einfach die niedrigeren Löhne der Logistikbranche zum Maßstab nimmt. Offensichtlich braucht die Konzernleitung hier mehr Druck. Und wir als Linke stehen natürlich in dieser Frage an Seite der Amazon-Beschäftigten. Soweit von meiner Seite.